Und weiter geht's. Einmal mehr. Und gleich am Anfang galoppieren hier wieder die Pferde, wahlweise wiehern auf. Und wir reiten natürlich auch gleich los. Wir brauchen hier noch unser letztes Pferdchen. Und dann haben wir eigentlich genug Soldaten zusammen, denke ich mal, um uns da drüben mal vorzustellen. Möchte man meinen. Aber ich habe es natürlich nicht vergessen. Ein bisschen was an Soldaten brauchen wir so natürlich auch noch. Denn sehr viele Soldaten von uns sind mittlerweile eingeplant für die ganzen Sachen, die hier Position beziehen. Was ist denn los? Da dreht sich auf einmal alles um. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt reicht's, jetzt sind wir am Zug. Das Zeug schlägt ein. Torwald. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, einmal Flächenschaden vom Gegner und da kriegen wir total auf die 12. Kann ich denn hier... Ach ja, natürlich. Ich kann auch hier bestimmt sagen Steuerung 1 und hier sagen Steuerung 2. Und wenn ich dann 1 und 2 drücke... Ah, perfekt. Das macht die ganze Steuerung für mich schon mal wesentlich einfacher. So, und dann kann ich mir hier alle Belagerungssachen schnappen. Kommt ihr mal her. Ihr seid auch da. Und ihr kommt auch her. 5 Kanonen haben wir. Das ist ja gar nicht übertrieben oder so. Gar nicht übertrieben ist das. Den Mönch nehmen wir natürlich mit. Malweise holen wir uns da noch 2 weitere. Oder von mir aus auch 3. Und jetzt haben wir eigentlich genug Belagerungsgeräte hier, um zu sagen... Jetzt habe ich den Leibeigenen mit ausgewählt. Den will ich doch gar nicht. Kann ich den per Rechtsklick aus der Leiste entfernen? Oh, das... Wahnsinn, ich dachte eigentlich echt nicht, dass das geht, aber es ging tatsächlich. Okay, machen wir hier Steuerung 3 für alle die passive Haltung. Und 1 ist Torwald, 2 ist Bartholomäus und 3 sind unsere ganzen Gerätschaften. Da kommt ihr hier mal direkt runter und weißt du was, auch wenn man das wahrscheinlich in der Konstellation nicht unbedingt braucht, aber ihr kommt mal her und ihr kommt hier auch mal her und seid meine vierte Gruppe. Steuerung 4, schauen wir nochmal, dass ich nicht irgendwas überspeichert habe. Nein, das schaut schön aus. Und ihr kommt mal mit direkt nach hier unten. Und 119 Mann? Wieso haben wir vor allem 119 Mann? Egal. Was auch immer für einen Hintergrund das hat, ihr sammelt euch hier. Denn falls wir zurückgeschlagen werden, können wir uns hier dann noch ein bisschen verteidigen. Ich hoffe natürlich nicht, dass das passiert. Weil sonst ist nämlich Torwald und alle anderen, oder sind Torwald und alle anderen auch tot. Und jetzt laufen wir alle ganz entspannt in diese Richtung. Und werden alles vernichten, was sich uns in den Weg stellt. Na kommt, wo seid ihr denn? Ich weiß doch genau, dass ihr hier irgendwo lauert. 2 und 3 und 4. Ja, das ist richtig. Hier liegen Menschen am Boden. Das ist nicht gut, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ich wollte gerade sagen, wir können uns das Laden hier mal vorschicken und jetzt können wir hier mal runtergehen. Da geht's auch schon los. Der vierte Trupp wechselt bitte hier auf die Gegner. Und das ganze Gedöns hier. Schieß bitte mal in diese Richtung. Da schlagen die Sachen ein. 4 auf einmal getötet. Da sind noch mehr Gegner. Aber ich glaube kaum, dass die uns angreifen tun sie uns schon, aber ich glaube kaum, dass die uns aufhalten können. Genau, das geht alles kaputt. Wir gehen mal hier in diese Richtung mit allen Sachen, die wir zur Verfügung haben. Ja gut, ob die jetzt hier noch ein paar... wie soll ich sagen... Gut, die Soldaten hier, die Armstützen haben natürlich schnell niedergemacht. Hallo, könntet ihr hier mal bitte den angreifen? Dankeschön, ich wollte schon sagen, dass ihr uns hier komplett auseinanderschießt. Da will uns schon wieder jemand am Heiligen Schrein angreifen. Welch Frevel. Ja gut, das könnt ihr ja noch wegschießen, wie ihr lustig seid, das ist erstmal egal. Ja, ich glaube, wenn man viele verschiedene Einheiten hat, ist das mit der Steuerung wieder ziemlich schwer. Aber das soll momentan unser Problem nicht sein. Ja, was ist denn hier los? Stirb doch nicht so ungestüm auf irgendwelche Ziele hinab. Wir sammeln 1 hier, 2 sammeln wir hier, 3 sammeln wir hier, 4 sammeln wir hier. Was macht ihr denn da? Leute? Hallo? Ich wollte sagen, bleibt doch einfach hier. Die 1 geht hier hin, die 2 da, die 3 da, die 4 da. Gut. Kein Problem, das freut mich zu hören. Weil ihr gerade so komisch durcheinander gelaufen seid. Ihr habt mich gerade sehr verwirrt. Macht das bitte nicht nochmal. Oh, der Markt hat sogar auch einen eigenen Sound, wenn man ihn anklickt. Ich bin einmal mehr fasziniert davon. Und jetzt gehen wir hier mal schön langsam weiter. Hier muss doch irgendwo dieser dämliche Außenposten sein. Das hier ignoriere ich erstmal, die 2, 3 Zelte. Da ist doch hier bestimmt gleich... Da geht's doch schon wieder los. Ich sehe das doch. Oh ja, da wird doch direkt drauf gestürmt. Und die ganzen Kanonen sind doch alle außer Reichweite, Jungs. Ach ne, die Ballistertürme und so weiter können schon schießen. Ja, schlag doch hier mal nieder. Hoppala, die sterben alle ziemlich schnell. Da kann ich gar nicht irgendwann anklicken. Torwald mitten rein, statt nur dabei. 1 und 2 und 3 und 4. Weg sind die alle.
wie wunderschön. Das hat sich in keinster Weise gereimt, aber es beschreibt das, was wir gerade getan haben, ziemlich gut. Hier, sammelt euch mal bitte hier unten. Was, werden wir angegriffen? Wie jetzt? Könnt ihr mal bitte aufhören, unsere Soldaten hier anzug... Nein, jetzt haben wir einen verloren, oder was? Jetzt haben wir einen verloren. Du infame Infamling. Mal hier gleich einen Soldaten wieder reinstellen. Hoffentlich kommt er noch rechtzeitig an. Der ist weg vom Fenster. Werden wir... Oh, hier werden wir beschossen. Hier werden wir beschossen. Schieß mal bitte hier in diese Richtung. Torwald wird... Ah, Torwald hat schon böse eins abbekommen. Oh, aber wie, aber wie, aber wie. Ich würde sagen, wir schicken auch mal unsere Mönche los. Können die rennen? Gottes Wille geschehen. Oh, die können sogar rennen. Das sage ich doch, aber ihr sammelt euch bitte erstmal hier unten. Oh, die haben echt böse, böse, böse kassiert. Da rennen wir hier nochmal zurück zum Schrein und diese Haltung. Auf, auf. Und Bartholomäus Trupp ist noch halbwegs intakt, das ist gut. Das heißt, wir können uns hier erstmal mit euch aufstellen. Und den Trupp können wir auch langsam wieder abziehen. Was ist denn hier los? Macht euch mal nicht lächerlich. Genau, stellt euch hier mal auf. Schön alle wieder hochheilen. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass die in Kanonenfeuer standen. Das ist sehr ärgerlich. Und ihr habt gehört, dass irgendjemand wieder irgendwo geschossen hat. Das galt aber wahrscheinlich unserem Feind. Oh, das sind Kühe. Ochsen. Sind die tot, lebendig? Man weiß es nicht. Aber sie bewegen sich auf jeden Fall nicht. Der will uns angreifen. Genau, schießt ihn auseinander. Ist das brutal. Aber gut, so war das Mittelalter. Und ich habe schon wieder aber gut gesagt, dabei wollte ich das gar nicht sagen. Torwald ist wieder bei voller Gesundheit. Den können wir direkt losschicken. Genau, schießt doch hier mal bitte die Leute weg. Und zack. Und zack. So, die Kanonen mögen sich bitte hier mal der Reihe nach dort oben positionieren. Trupp 1 stürmt heran. Oh, Trupp 2 stürmt mitten durch Feindesgebiet. Das habe ich jetzt eigentlich nicht geplant. Genau, macht den mal weg. Und den macht ihr auch weg. Okay, gut, das war, wie gesagt, war unabsichtlich. Egal. Position beziehen. Und Aufmarsch zu diesem dämlichen, wie heißt er denn? Also diesem Außenposten. Ich dachte eigentlich, wir wären schon längst da. Aber anscheinend. Aber anscheinend haben wir noch ein bisschen Luft, bis wir dort sind. Oh, und wir werden wahrscheinlich direkt beschossen. Oder? Nö, ich dachte eigentlich, hier wäre irgendwas Rotes gewesen. Ach so, das da. Ah, noch ein kleines Stück. Oh, jetzt können wir direkt schon schießen. Das ist schön. Aber ich sehe noch nicht, auf was wir schießen. Mal hier die Soldaten abwählen. Nein, wir schießen auf Verdacht ins... So viel zum Verdacht, so viel zum Verdacht. Schieß bitte direkt auf diesen Turm. Nein, schieß auf dieses Ding da. Auf das da oben schießen, mit allem, was wir haben. Los, bevor... Oh, da hat er schon was von uns kaputt gemacht. Los, Jungs, schießt! Da kommt's doch schon angeflogen. Das ging schneller, als ich dachte. Die Turmballiste da bitte auch runterschießen. Bartholomäus, du hast ganz viele Schützen. Sofort hierher. Genau, schießt den da weg. Und schon kann der nämlich auch nicht mehr schießen. Und das Thema ist erledigt. Gut. Das haben wir sicher, das haben wir sicher. Die Armbrustschützen können echt nicht rennen, die sind ziemlich langsam. Da kommen die berittenen Soldaten angeritten, wortwörtlich. Und, ach nee, einer ist sogar schon wieder ohne Pferd. Und hier haben wir unsere Mönche, die wir auch mit herbringen. Lasst euch nicht provozieren. Ihr, oh, Torwald, du musst mitkämpfen. Los, auf sie. Ja, man sieht schon, also wir haben jetzt uns hier doch ordentlich darauf vorbereitet. Mal die Gruppe 3 zu mir mit den ganzen Belagerungsgeräten. Ah, die sind auch schon kaputt. Da ist nicht wirklich viel, was uns momentan ausbremsen kann. Es schaut wirklich sehr spektakulär aus, wenn man alle Richtungen schießen kann. Die Turmballiste haben wir auch kaputt gemacht. Ich habe an der Stelle übrigens einfach mal darauf verzichtet, solche Geräte für uns zu besetzen oder zu benötigen. Oder zu bauen, wie auch immer. Denn man sieht schon, es geht ja auch ohne. Wobei wir in der Zwischenzeit eigentlich, ach, das ist jetzt wieder blöd, während wir gerade kämpfen, aber unsere Helden halten das eigentlich aus. Wir können hier mal, genau, uns noch ein bisschen näher aufstellen. Die berittenen Einheiten ebenfalls mit zur Rate ziehen. Und hier, was ist denn da schon wieder los? Wir haben zum Glück noch genug Schützen da. Schießt man hier bitte das Ding da weg. Das nervt mich schon wieder, dass die hier auf uns schießen können und unsere Soldaten können nicht viel dagegen machen. Außer selber immer wieder hineinschießen. Genau, schießt man hier bitte die Brüstung einfach weg. Sie müssen doch schon in Position sein. Genau, schieß bitte. Da kommt's doch schon. Und weg mit dem Ding. Achso, die haben auf den Armbrustschützen selber geschossen. Na, ist okay. Kann man machen. Ja, ich wollte in der Zwischenzeit nochmal schnell schauen. Wir können doch mittlerweile einen Geheimgang errichten. Das wollte ich schnell nochmal austesten. Einen Geheimgang. Und hier nochmal, genau, hier sind die Turmwaffen, von denen ich gerade gesprochen habe. Momentan können wir bloß die Balliste bauen. Aber das ist ein Klick und dann soll das eigentlich ziemlich schnell gehen. Genau, ein bisschen Aufbauzeit hat die auch.
Oh nein, 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 nein. Ah. Zurück, 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 zurück. Wieso hat der uns schon so viel Schaden bekommen? Zurück, zurück, zurück. Wo sind meine Mönche? Ich hätte die Mönche ebenfalls in die Kurzwahlleiste packen sollen. Mal hier bitte zurück. Wo sind die Mönche? Mönche, Mönche, Mönche. Seid ihr hier irgendwo? Mönche? Mönch, 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 Mönch. Kein Mönch. Oh, Bartholomäus, das ging fast in die Hose. Passiv, bitte hier nach hinten. Wo hab ich denn meine... Ah, da sind sie doch, Jungs. Ihr müsst so schnell es geht hier hin und euren einen unserer Hauptmänner heilen. Der hat sich nämlich um ein Haar selber umgebracht. Und die Schützen... Nee, die Schwertkämpfer mögen bitte auf die Pferde aufsitzen. Aufstellen, würde ich schon sagen. Sehr wäre ja gar keinen Sinn gemacht. Ah, sehr gut. Dadurch, dass wir sehr bunt aufgestellt sind oder sehr vielfältig aufgestellt sind, können wir natürlich hier... Alter, wie das hier in sich zusammenfällt. Das muss ich auf jeden Fall später in der Aufnahme wieder runterpegeln. Ich höre mich ja nicht mal mehr selber. Dabei ist das Spiel schon auf einer sehr leisen Lautstärke eingestellt. Aber es erfüllt seinen Zweck. Die Stallung ist hiermit auch hinfort. Und wir können gleich hier durchmarschieren. Da gibt es natürlich noch sehr viel Gedöns, was uns hier immer wieder angreifen will. Wir rücken hier mal noch ein Stück vor. Und genau, Bartholomäus wird geheilt von den Mönchen. Und die halten, oder die haben noch sehr viel Kapazitäten übrig. Da kommt er mit seiner Kanone und da oben ist auch sein Bergfried, der komischerweise die gleiche Farbe hat wie wir. Hat er vielleicht ein anderes Banner? Der hat hier diesen zweiköpfigen Adler, möchte man erkennen. Aber den haben wir hier auch. Okay, das Bergfried-Gebäude schaut bei beiden gleich aus. Ich wollte jetzt eigentlich noch, bevor wir uns hier wieder absolut in die Bredouille verfahren, nochmal schnell das mit dem Dings ausbauen. Genau, mit dem Geheimgang. Achso, ich kann den Geheimgang bloß hier unten ins Dorf reinsetzen. Okay, dann setzen wir den mal bei der Alchemistenhütte hin. Und dann... Achso, wahrscheinlich geht es hier durch den Bergfrieden durch oder so. Ich weiß es nicht. Ich dachte eigentlich, ich könnte hier irgendwo noch den Tunnel selber bauen. Wir müssen bloß gucken, dass die uns hier nicht alle wegsterben. Aber die stürmen hier immer wieder an, gucken doof und rennen dann wieder zurück. Das ist okay. Das heißt, Torwald kann mal vorausgehen. Und hier, die Mönche sind leider am Ende ihrer Kräfte. Das ist schlecht. Aber gut, dann müssen wir hier noch ein bisschen warten. Da wollte der schon wieder durchrennen. Ich habe es genau gesehen. Mal hier alles an Belagerungsgeräten zu mir. Schießt hier mal bitte das Tor ein. Was sind denn das für Manieren? Und dann muss ich hier auch nochmal gucken. Ich wollte nämlich, das steht doch auch im Burgenbaumenü bestimmt. Nein, das nicht. Ich möchte nämlich hier, ach, das muss man hier machen, das Torhaus bebauen. Genau, jetzt haben wir hier diese Pechausschüttungsanlage drüber. Gibt die extra Lebenspunkte, plus 2700, plus 3600. Oh ja, das sind extra Lebenspunkte, um das Tor noch besser zu schützen. Interessant. Zack. Okay, gut zu wissen. Wieder was gelernt, wieder was gelernt. Oh, da haben wir wieder ein Stück reingeschlagen, aber wir müssen hier sofort zurück. Wir werden hier nämlich wieder nach allen Regeln der Kunst beschossen. Hör auf damit. Wie schaut's hier aus, Bartholomäus? Okay, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Da muss ein bisschen mehr improvisiert werden. Wobei nicht improvisiert, aber... Mal die Belagerungsgeräte zu mir. Schießt... Was? Nein, nein, ihr nicht. Ihr bleibt hier. Aber diese Einheiten, dass sie nicht mehr schießen... Was ist da los? Müssen wir jetzt hier... Gut, dann rennen wir halt mit Torwald rein. Der hält das aus. Jungs, schießt hier genau einfach mal mit auf die da. Torwald schlägt sie nieder. Ja, komm, Torwald. Zeig doch einfach mal den Leuten, wie sich das anfühlt, wenn man von einem Schwert halbiert wird. Die schießen doch auf uns. Ich dachte, das Ding wäre schon längst weg. Schießt auf das da, meine Freunde. Ja, da fallen auch die Gegner. Und da sind noch ein paar Leibeigene, die sind leider auch gleich weg. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich seine Zivilbevölkerung auch auseinanderreißen muss. Haben wir das Ding jetzt? Ja, jetzt haben wir es. Okay. So, das haben wir. Das heißt, alles, was wir hier noch an Einheiten haben. Gruppe 1. Gruppe 1. Wieso ist, ach nee, da ist Gruppe 1. Das sammelt sich hier. Gruppe 2 sammelt sich hier. 3 kann da schießen. 4 kommt bitte hier zu mir. Gut, das haben wir. Die laufen los. Und irgendwie habe ich hier so einzelne Truppen, die nirgendwo untergebracht sind. Das finde ich sehr komisch. Wir holen uns hier mal... Ach nee, kann ich gar nicht, aber wir holen uns hier mal die Kanone und hier vielleicht noch das Katapult. Und dann haben wir, glaube ich, den Außenposten so gut wie aufgeräumt. Ich dachte eigentlich, es würde schwerer werden, aber bis jetzt stellen wir uns, glaube ich, ganz gut an. Achso, genau, der Geheimgang ist bestimmt schon gebaut. Ach nee, ich habe momentan jemanden, der den Geheimgang bauen könnte, ich Doofkopf. So, jetzt aber. Wird irgendjemand den Geheimgang bauen vielleicht? Und dann müsste ich doch irgendwie einen Weg wählen können, wo der entlang gebaut werden soll, denke ich. Aber ich weiß es nicht sicher. So, dann kommt doch ihr mal her. Die Bogenschützen sollen das da mal alles besetzen. Schau, haben wir schon mal die da. Und die haben wir dann auch.
Gut. Ey, da wird geschossen auf uns. Da wird geschossen. Mach die doch mal bitte nieder. Oh, direkter Volltreffer. Na warte, du. Das Gesindehaus haben wir hier auch noch rumstehen, aber auch wenn es das vom Feind ist, reißt hier mal die Burgmauern weiter ein und dann kommt erstmal ihr ja hierher und die einzelnen Schützen hier von mir rumlaufen, schnappt euch mal bitte diese Kanone hier. Wer ist das? Ach, unser Langschwertkämpfer, der einen Upgrade erfahren hat, wahlweise einen Levelaufstieg. Da rollen wir mit dem Belagerungsgerät hinein. Gut, ich habe jetzt warte mal, kann ich denn hier... Ne, ich kann momentan nicht alle Belagerungseinheiten auf einmal anwählen, dazu ist das Durcheinander zu groß, um wieder eine neue Gruppierung zu erstellen. Ja gut, das Ding ist angezündet, der brennt jetzt so langsam nieder, denke ich mal. Hier, gut, ist bestimmt irgendwas, aber das konnten wir gerade geschickt umgehen. Genau, und hier, ja gut, das ist kein Problem mehr für uns, denke ich. Ich weiß zwar gerade nicht, wieso die Burgmauern von den ganzen Belagerungsgeräten präferiert beschossen werden, aber das können wir gleich mal ein bisschen abändern. Mal hier genau drauf schießen. Einfach mal da direkt drauf und gucken, was passiert, wenn alle Einheiten da direkt draufballern. Die mal hier lieber zur Seite stellen. Ach du Schande! Den kann man gar nicht. Wieso kann man den nicht weiter weiter runter machen? Finde ich es aber schon schade. Das finde ich aber sehr, sehr schade tatsächlich. Nun gut. Wenn wir das nicht dürfen, dann gehen wir mal hier in diese Richtung weiter. Schade, ich dachte eigentlich, da könnten wir jetzt so richtig. Oder kann der einfach, weil er das entscheidende Gebäude ist, nicht weiter kaputt gemacht werden? Das wäre ja sehr enttäuschend. Genau, fahrt ihr mal in die Richtung weiter. Wobei, ich stelle euch jetzt hier alle zusammen. Ich mache aus euch mal wieder die Gruppe 3. Ich wollte schon sagen, die Steuerung Gruppe 3. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber Moment, ich kann den da rausnehmen mit dem Rechtsklick. Genau, jetzt kann ich mal sagen, Steuerung 3. Wo ist denn meine 3? Da ist meine 3. Da mal bitte drauf schießen. Hä, was ist das denn? Kann ich den bitte einfach übernehmen? Danke. Was ist das? Eine Kanone. Da, schau an. Ich würde gerne das hier weiter vernichten. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen eine kleinere Enttäuschung. Aber dann, ja, machen wir das Ding halt sogar platt. Achso, natürlich, wir müssen mit unseren Einheiten hier nach oben dann, glaube ich, durchrücken. Aber vorher machen wir hier mal noch alles kaputt. Zerschießt das hier mal bitte noch. Da passiert nichts, wenn er drauf schießt. Das ist ja sehr komisch. Und hinfort mit dir. Sehr gut. Und hier hoch mit euch. Fallweise schießen wir direkt da drauf, dann müsst ihr euch ja bloß umdrehen. Sag auf Wiedersehen. Na komm, wo bleib... Oh, ja, ist das viel. Das Thema ist erledigt. Dann können wir das Sand noch beschießen. Hier noch alles gar anzünden. Das dürfte ja nicht mehr so viel sein. Habe ich hier keine Bogenschützen mehr, die das hier anzünden könnten? Also hier mit der Angriffstaste vielleicht? Ah ja. Genau, einfach mal hier schön ein bisschen Feuer... Stiften, Brandstiftung. Ist natürlich hier in diesem Raum nur erlaubt, wenn es den Gegner trifft und nicht uns. Habe ich beim Torwald keine Schützen mehr dabei? Nee, tatsächlich nicht. Das heißt, ihr müsst hier auch mal noch das da angreifen. Torwald kann aber schon mal in diese Richtung langsam hinfort spazieren. Wir müssen nämlich nach da oben in dieses Dings hinein. Ja, da wird immer noch drauf geschossen. Ich glaube, die haben sich ganz verstanden. Macht aber nichts. Das zünden wir gar an. Und jetzt... Bartholomäus, auch zu mir. Wir müssen zu diesem Pass. Sag ich doch. Was ist da los? Keine. Achso, wahrscheinlich der Leibeigene, der da rauskam. Gut, der Rest brennt ab. Das soll unser Problem nicht sein. Und auf geht's nach hier unten. Da wird gesprintet noch und nöcher. Und die Einheiten kommen gar nicht durch. Wir fahren mal die Belagerungsgeräte auf Seite. Und hoch mit euch. Sag ich doch. Nummer 1 ist am Pass und, ach, ich wollte gerade sagen Nummer 2 auch, aber wir sind am Pass angekommen. Wunderschön. Wunderprächtig. So. Okay, wenn ich jetzt auf Weiter klicke, kommen wir wahrscheinlich direkt in den nächsten Ladebildschirm. Ich teste das doch am besten gleich mal aus. Aber weißt du, wie wir das machen? Ich gucke nämlich gerade, die Folge müsste gleich zu Ende sein. Das heißt, wir sehen uns noch das Intro-Video von der nächsten Mission an. Und ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und sage, oder behaupte besser gesagt, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Der Weg über den Pass war beschwerlich gewesen. Nicht viele Männer und noch weniger schweres Gerät erreichten die andere Seite. Die meisten mussten erschöpft zurückbleiben. Bartholomäus und Thorwald wussten, dass sie mit dieser kleinen Schar von mutigen, aber müden Kriegern nichts gegen die Trutzburg ausrichten konnten, in der Svea gefangen gehalten wurde. Neue Verbündete mussten gewonnen werden. Und seien es auch nur die Niederträchtigen und Gesetzlosen, die jedem Herrn die Treue schworen, solange der Sold hoch genug war.